Was geht ab, YouTube? Hier ist wieder euer King. Und ich spreche heute mit euch in einer neuen Folge von Technik King über ein Smartphone, was schon ein bisschen länger am Markt ist, und zwar über das Oppo Find X3 Lite 5G. Was mir nämlich aufgefallen ist bei den meisten Reviews, die ich mir vor dem Kauf dieses Smartphones so reingezogen habe, ist, dass die Videoqualität irgendwie meistens so komplett ausgeblendet wird. Und was interessiert uns denn an einer Videoqualität? Nicht nur, ob das Teil 4K filmen kann, wie viel FPS, sondern wir wollen natürlich auch wissen, wie ist denn die Stabilisierung? Denn ohne eine gute Stabilisierung ist die ganze Geschichte natürlich einfach nur Müll. Übrigens, die Aufnahme, die ihr jetzt hier gerade seht, die mache ich mit der Frontkamera, das Oppo Find X3 Lite. Und ich habe diese Bokeh-Video-Effekt eingestellt auf 100%. Ihr seht hier im Hintergrund dieses Licht, ja, alles schön im Blur. Ich finde den Effekt ganz nett. Kann man auch optisch ein bisschen unterstützen, indem man noch einen Filter drüber ballert. Werde ich wahrscheinlich auch machen, um diese ganze Geschichte noch vom Ton her ein bisschen wärmer zu kriegen. Das finde ich auf jeden Fall richtig nice, richtig cool sieht das aus. Ja. Und was die Kamera jetzt wirklich sonst noch so kann, das schauen wir uns in diesem Review an. Ab geht's! Fangen wir mal an mit ein paar Fotobeispielen. Hier ein Foto von der Hauptkamera. Schönes HDR in den Wolken zu sehen. Farben richtig schön satt. Bild knackig scharf. Echt eine tolle Aufnahme. Hier springen wir in den zweifach digitalen Zoom, denn optisch gibt es keinen. Farben etwas blasser, etwas weniger gesättigt. Bildschärfe weiterhin gut. Und dann geht es weiter mit dem fünffachen Digital-Zoom. Hier natürlich Top-Lichtverhältnisse. Daher geht die Schärfe echt erstaunlicherweise auch noch ganz gut in Ordnung. Und was ihr hier seht, ist der Ultra-Weit-Sensor. Farben deutlich blasser und weniger HDR-Fähigkeit. Hier ist nochmal ein Bild aufgenommen mit der Hauptkamera. Ich möchte mit euch nämlich auch noch über den Zoom ein bisschen eingehender sprechen, denn dieses Handy bietet ja auch eine extra Makrokamera und die ist vollkommen unnütz. Jetzt schaut mal hier, zweifacher digitaler Zoom von dieser Klingel. Lasst das einfach mal auf euch wirken. Und jetzt kommen wir nämlich auch schon zum Fünffach-Digital-Zoom. Klar, wir haben hier Top-Lichtverhältnisse. Jetzt merkt euch einfach mal so diese Imagequalität und jetzt die Makrokamera, 2 Megapixel hat sie, glaube ich, nur. Ja, gleiche Lichtverhältnisse. Ich frage mich gerade, was will man damit? Wir springen nochmal zurück. Fünffach digital und wieder Makro. Also die kann man sich meiner Meinung nach getrost schenken, diese Kamera. Diese Aufnahme mache ich jetzt mit der Frontkamera. Das sind allerdings nur 1080p mit 30 FPS. Mehr unterstützt das Gerät anscheinend nicht. Und die Aufnahme mache ich jetzt auch mit der Frontkamera, allerdings inklusive 75% Bokeh-Effekt. Ist natürlich eine harte Aufgabe hier im Wald mit diesem Hintergrund für das Handy. Und diese Aufnahme mache ich jetzt wieder mit 1080p, 60 FPS mit der Hauptkamera. Die Aufnahme mache ich jetzt hier mit der Hauptkamera mit Bokeh-Effekt wieder bei 75%. So, ich filme jetzt hier mit dem Oppo Find X3 Lite in 1080p, 60 FPS. Ich laufe und führe das Handy mit beiden Händen und so könnt ihr mal ein bisschen die Stabilisierung hier abchecken. So, und jetzt halte ich das Handy mal nur mit einer Hand fest. Dann könnt ihr euch die Stabilisierung mal angucken. Ich finde es mit der Stabilisierung hier bei dem Handy teilweise ein bisschen merkwürdig. Übrigens, alle Audio, die ihr hört, ist original vom Handy, da ich versucht habe, ein externes Mikrofon in der Original-Kamera-App anzuschließen, was aber nicht funktioniert hat. Freunde, da muss ich mich direkt nochmal einklinken. Und zwar ist es wirklich so, wir haben ja hier bei dem Handy keinen optischen Bildstabilisator, denn die ganze Geschichte wird irgendwie nur softwaremäßig stabilisiert und da kommt es mir wirklich so vor, als wäre die Stabilisierung teilweise echt zufällig, also quasi random, wie gut sie ist. Denn ich habe mal in einem Beispiel meine Tochter gefilmt, als wir so nebeneinander spazieren gegangen sind und uns unterhalten haben. Und da hatte ich bei der ersten Aufnahme echt ein gut stabilisiertes Bild und dachte noch so, wow, ist ja irgendwie fast so iPhone wert. Und drücke dann einfach nochmal drauf und film weiter, guck mir die nächste Aufnahme an, habe nichts verändert an der Kameraeinstellung und hatte plötzlich
echt miserable Stabilisierung. Also ich habe es wirklich nicht verstanden. Wenn ihr also jetzt ein Handy sucht, das immer perfekt stabil ist, dann könnt ihr jetzt eigentlich schon das Video abschalten, nachdem ihr bitte ein Like, einen Kommentar und bestenfalls noch ein Abo dagelassen habt. Ja, und seid jetzt hier schon erlöst. Braucht ihr kein Oppo Find X3 Lite 5G zu kaufen, da müsst ihr dann tiefer in die Tasche greifen. Aber schaut ruhig mal weiter, um euch selber mal ein Bild zu machen, wie gut oder schlecht ist die Stabilisierung, mit welchem Kameramodi und reicht das nicht vielleicht doch für euch. Denn das Find X3 Lite ist ansonsten echt kein schlechtes Gerät. Also wir können ja auch direkt mal zwischendurch über andere Fakten sprechen. Display, OLED, schöne Größe, finde ich auch top von der Farbdarstellung her, Helligkeit absolut ausreichend. Habe es auch mal ein bisschen mit dem iPhone 12 Mini verglichen, ja. Schärfetechnisch echt top, Farbdarstellung wirklich schön, wenn man es ein bisschen warm eingestellt hat. Das schon mal vorweg und jetzt geht's weiter mit dem Videocheck. So, hier können wir dann vielleicht mal so ein bisschen die HDR-Fähigkeit abchecken. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, hier bin ich mal wieder in 1080p bei meinem Lieblingsvorgarten hier in der Nachbarschaft. So, hier haben wir den Drachen. Könnt ihr auch wieder so ein bisschen HDR abchecken. Schwierige Situation. Ich tappe jetzt einmal auf den Drachen. Verändert sich, glaube ich, nicht viel. Und selbiges machen wir jetzt einmal mit dem Ultraweit. Jetzt hier mit der Ultra-Weitwinkelkamera selber Vorgarten. Ich finde, Qualität nimmt da doch merklich ab. Sieht zumindest jetzt hier erstmal auf dem Handy so aus. Schwenke wieder hoch auf den Drachen. Ein Tap drauf. Und dann machen wir gleich mal einen kleinen Stabilisierungstest. Ich führe das Handy jetzt mit beiden Händen und fange an zu laufen. Sieht jetzt schon hier auf dem Display nicht sonderlich stabil aus. Ich wechsle jetzt mal die Führungsart und halte das Handy mittig mit einer Hand. Und dann schauen wir, wie die Stabilisierung dann aussieht. Ich laufe schon recht behutsam, muss ich sagen. Und stopp. Jetzt machen wir weiter mit der Standardkamera. Ich führe das Handy wieder mit zwei Händen und laufe auch. Jetzt seht ihr die Stabilisierung so, geführt mit zwei Händen, 1080p, 60 fps und ich wechsle wieder die Führungsart, Handy in einer Hand und ich laufe weiter. HDR kicks in, wenn ich in den Himmel schwenke und kickt wieder raus, wenn ich geradeaus filme. So. Wechsle wieder die Führungsart, zwei Hände und wir laufen weiter. Ich laufe jetzt mal etwas schneller. Jetzt zeige ich euch was. Ich führe das Handy gerade wieder mit zwei Händen, 1080p, 60 fps und werde jetzt die gleiche Aufnahme machen mit dem ultrastabil Videomodus und da seht ihr auch, was da mit dem Bild passiert. Ich halte den Abstand, denn das Handy croppt automatisch rein. So, jetzt sind wir im ultrastabil Videomodus. Bild wird leicht gezoomt. Ich führe das Handy immer noch mit zwei Händen. Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt so ultrastabil ist. Ich kann mal ein Stück rennen. Ich bin immer noch im ultrastabil Videomodus, werde das Handy jetzt mal in eine Hand packen und mal damit rennen. So, müsst ihr jetzt selber beurteilen, wie stabil ihr das findet, ob ihr das vergleichbar findet mit Samsung und Co. oder der Standardstabilisierung vom iPhone. Ich schwenke nochmal. Immer noch ultrastabil Videomodus. Kann auch mal umschwenken und
mich mal selbst filmen im ultrastabil Videomodus, geführt mit einer Hand und ein bisschen laufen. So, jetzt wieder 1080p Videomodus ohne Ultrastabilisierung und ich renne mal für euch. So, das ist die normale Stabilisierung, die ihr erwarten könnt bei 1080p 60 FPS. So, ich schwenk mal rum. Da haben wir diese Nachführung nicht, wie ihr seht. Oh, meine Tochter kann doch nicht einmal den Mund halten, ne? Ja. Bild an für sich ist ganz schön. So, machen wir mal ein paar Nahaufnahmen hier mit der Kamera in 1080p und croppen wir zweifach rein. So sieht's aus. So Freunde, und jetzt kommen wir mal zum Thema Lowlight. Dieses Handy bietet eine AI-Unterstützung und auch ein AI-Lowlight-Videomodus. Allerdings begrenzt auf 30 Frames per Second, weswegen schnelle Bewegungen mit der Kamera nicht so toll aussehen. Aber das Bild wird merklich aufgehellt. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass der ganze Videotest sich hier wirklich nur auf die Full-HD-Auflösungen, die dieses Handy bietet, konzentriert, da 4K quasi eigentlich gar nicht wirklich stabilisiert wird und ich da lieber eine etwas stabilisierte 1080p, okay, meine Katze hat gerade das Video gestört, ich lieber eine etwas besser stabilisierte 1080p Aufnahme bevorzuge, anstatt ich absolut null Stabilisierung in 4K habe. Wenn ihr jetzt so einen Gimbal zu Hause habt, könnt ihr natürlich auch mit 4K 30 rumfilmen. Ich habe es mir für diesen Videotest gespart. Jetzt kommen wir zum Lowlight. So, und stehe ich hier mit diesem Oppo. Es ist richtig dunkel draußen. Hab die AI für Nachtvideos aktiviert und jetzt schaut euch mal die Aufnahmen an. Ich bin richtig schön weit weg von dem ganzen Kram. Wir sprechen hier von einem Handy für roundabout 350 Euro. eBay Kleinanzeigenpreis eher so 250. Wir können hier natürlich leider nur in 30 FPS filmen. Schaut euch mal den Himmel an. Also für 3,50 echt brauchbar. So, normales Video. 1080p, 60 FPS. Und der Video AI Mode. 1080p, dann begrenzt auf 30 FPS. Hält das Bild dann deutlich auf. Nochmal ohne AI-Mode. Deutlich dunkler. Dafür besser stabilisiert. Thema Nachtaufnahmen bei Fotos. Ja, hier habe ich ein Foto im Hochformat geschossen mit der Hauptkamera ohne Nachtmodus. Leider im Hochformat. Ihr seht hier einfach gar nichts. Und dieses Foto ist das gleiche Motiv. Das habe ich im Pro-Kameramodus aufgenommen mit Hilfe eines Statives bei 30 Sekunden Belichtungszeit und niedriger ISO. Ja, und ich kann euch sagen, die Qualität ist wirklich top, denn es war eigentlich stockfinster. Hier fühlte ich mich direkt zurückerinnert an P20 Pro-Zeiten. Ja, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann habt ihr es vielleicht gemerkt, die Qualität der Stabilisierung ist wirklich sehr sprunghaft, also mir zumindest fiel das auf bei dem Handy. Man kann nicht sagen, dass es immer schlecht ist, aber es überzeugt einfach nicht durchgehend, was ich eigentlich wirklich schade finde, da ich sonst die Kamera für den Preisbereich wirklich nicht übel finde. Auch die Fotos mit der Hauptkamera sind nicht schlecht. Und ihr habt ja auch gesehen, Nachtaufnahmen, also selbst mit der Onboard-Software, sind gut. Und gerade bei dem Foto im Pro-Modus, also da fühle ich mich wirklich an
Huawei P20, P20 Pro Qualität erinnert. Ja, da macht die Kamera so ein Mittelding zwischen P20 und P20 Pro Qualität, würde ich mal sagen. Ihr könnt auf jeden Fall echt erstaunliche Ergebnisse damit in der Fotografie mithilfe eines Statives erzielen. Also da echt okay. So, jetzt lassen wir mal ein bisschen über den Rest von dem Handy quatschen. Ich blende euch am Ende aber von dem Video jetzt gleich, wenn ich mit meinem Quatsch hier fertig bin, nochmal so random Video-Fotoaufnahmen ein, was ich mit dem Handy sonst noch alles geschossen habe, damit ihr noch ein bisschen mehr Foto-Video-Content seht, denn darum sollte sich dieses Review ja hauptsächlich drehen, denn ja, für alles andere, da könnt ihr euch ein anderes Oppo Find X3 Lite Review von irgendeinem YouTuber reinziehen. Die haben genug über die Technik erzählt. Ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz nochmal, wie ich das Handy so erlebt habe in meiner Nutzungszeit. Ich habe es für eine Woche ungefähr jetzt als Daily Driver benutzt. Erstmal zum Lieferumfang. Ihr bekommt auf jeden Fall eine richtig schöne, dicke, fette, klare Silikonhülle, die bis oben zum Display euer Handy perfekt schützt. Also die legt Oppo dabei und Oppo legt auch den 65 Watt Super Vogue 2.0 oder wie die das Teil schimpfen, Fast Charger dabei, der auf jeden Fall absolut der Game Changer ist. Also wenn ihr sowas noch nie gesehen habt, es ist wirklich der Knaller, wie schnell dieses Gerät auflädt. Ja, sonstige Ausstattung, Geschwindigkeit ist okay, Display hat ja auch 90 Hertz, also die ganze Darstellung sieht sehr flüssig aus. Der Prozessor reicht für die Alltagsanwendungen dicke aus. Also selbst wenn ihr über Instagram scrollt, so wie die Wilden, ja. Also da habe ich die meisten Android-Handys, die haben da Probleme, fängt an zu ruckeln, vor allen Dingen die älteren Dinger. Das ist jetzt mal, also mein letztes Android-Handy war P20 Pro, habe ich immer noch hier liegen. Seitdem habe ich nichts mehr Neues gesehen und das Oppo ist jetzt das erste Android, was jetzt ein bisschen neuer ist, weil ich wieder besitze. Und da kann ich sagen, der Teil scrollt sich so schnell durch Facebook und Insta und was ihr da auch so in Alltagssachen mitmacht, dass ich überhaupt keinen Unterschied zum iPhone 12 Mini feststellen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ding ist schnell, Ruckler kommen wirklich nur minimal vor, Performance okay. Bei Spielen, ja, ich habe mal Genshin Impact runtergeladen, okay, da könnt ihr jetzt nicht mit hohen Grafikeinstellungen zocken, so mittlere gehen, aber klar, ne, dafür sieht es auch noch vernünftig aus und läuft auch so, ich weiß nicht, ich glaube ungefähr so mit 30 FPS, 28, 30 FPS, könnt ihr dieses Spiel beispielsweise zocken, so ungefähr auf mittlere Einstellung, also dürfte für die meisten eigentlich auch ausreichen. Ja, was wollte ich noch sagen? Größtes Manko für mich in dem ganzen Entertainment-System Find X3 Lite ist wirklich der Mono-Lautsprecher, ja? Also viele sagen, der ist total schlecht. Nö. Sehe ich nicht so. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Man darf jetzt nicht vom iPhone aufs Find X3 Lite umsteigen. Da kriegt man dann natürlich erstmal Ohrenschmerzen. Ja? Aber wenn ihr euch so ein paar Tage eingewöhnt habt, ist der Mono-Lautsprecher okay. Also so übel ist er jetzt auch nicht. Er wird auf jeden Fall verdammt laut. Also wenn ihr den irgendwo im Badezimmer ablegt, so ein bisschen gegen die Wand, dass der Schall sich so widerspiegelt, könnt ihr auf jeden Fall volle Pulle duschen gehen. Und ihr versteht auf jeden Fall euren Song oder euren Podcast, was ihr hört, da versteht auf jeden Fall jedes einzelne Wort, das Ding wird richtig laut, ja. Ansonsten, ja, also Stereo hätte ich mir echt gewünscht, ne? Ich werde das Telefon selber persönlich wohl nicht behalten, aus verschiedensten Gründen. Für mich aber ein Hauptgrund ist, ich mache halt viel Videos und, ja, ich brauche da einfach wirklich mehr Stabilisierung. Ich brauche gar nicht wirklich 4K. Ja, manchmal sehe ich auch beim iPhone nicht wirklich selbst auf dem 75 Zoller gar keinen großen Unterschied zwischen 1080p und 4K, wenn der Fernseher sowieso gut upscaled. Ne? Von daher ist für mich, dass das Ding kein 4K 60 oder so kann, ist für mich gar nicht der Grund. Der Hauptgrund, das zurückzugeben und nicht zu behalten, ist wirklich die Stabilisierung. Aber ich bin so mit dem Thema Oppo irgendwie gar nicht so durch. Ich habe auch echt nicht schlecht geschaut, wie gut das Handy beispielsweise meine Videos gerendert hat. Ja? Also das ging auch echt fix. Da habe ich echt gedacht, so, ach, das klappt doch nicht. Da Videos auf dem Handy schneiden ist halt eher so ein iPhone-Thema. Nö, aber ich habe mir da ein schönes Programm für ein paar Euro gezogen aus dem App Store und ging jetzt auch auf dem Find X3 Lite super top. Auch dieses Video hier werde ich komplett auf dem Handy schneiden. Ja, und was mich natürlich noch gestört hat an dem Handy, jetzt als, ich sag mal, Content Creator, dass ich in der Original-Kamera-App
kein externes Mikrofon zum Laufen kriege. Und ja, ein Hauptgrund für mich mit dem Handy hier so zu filmen ist ja auch dieser Bokeh-Effekt. Beispielsweise, wenn ich euch jetzt so zuquatsche, sieht das einfach nett aus. Mein Aquarium hier so im Blur und der Hintergrund so im Blur. Ja, aber ich sag mal, Audioqualität ist in Ordnung. Aber wenn ich jetzt hier so ein Lavalier-Mikrofon anstecken hätte, ja, dann wäre die Stimme natürlich deutlich besser. Und das sind so die Sachen, wo ich dann sage, okay, die zwei, drei Punkte, nee, kann ich es nicht auf Dauer behalten. Ja? Da muss man mal gucken, ob es da vielleicht eine Alternative gibt. Aber ich bin wieder so ein bisschen interessiert an Android-Geräten, weil ich weiß nicht, habe eigentlich viel weniger erwartet. Und dann kostet das Ding noch die Hälfte von meinem iPhone. Ich überlege gerade, mir das Find X3 Neo mal zu ziehen. Ja, vielleicht schreibe ich auch mal Oppo an, ob ich vielleicht mal ein Testgerät bekomme und dann schauen wir mal weiter. Ich verbleibe erstmal. Bis dahin, euer King. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt zieht euch nochmal ein bisschen Fotos und Videos vom Oppo Find X3 Lite 5G rein. Viel Spaß und bleibt mir treu. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich an alle, die es jetzt bis zu diesem leckeren Stück Rindfleisch geschafft haben. Ich bedanke mich an alle Abonnenten meines Kanals und auch an alle, die es in Zukunft noch werden. Bis dahin, euer Rindfleisch.